Also der perfekte Samstag sieht natürlich tatsächlich bei mir so aus. Wir wohnen ja unten am Fischtorplatz, wenn das Wetter gut ist. Morgens tatsächlich die Brötchen zu holen, raus aus der Tür am Rhein über den Fischtorplatz zu gehen. Schon die ersten ganz Nervösen auf dem Marktfrühstück zu erleben, in Ruhe zu Hause zu frühstücken und dann später dort mit dazu zu stoßen gegen 12, 1 Uhr. Und im Idealfall hat 05 dann auch noch ein Heimspiel. Und das ist ein runder Mainz-Tag, ja. Das muss ich wirklich sagen, das genieße ich sehr in Mainz, ja. Und vielleicht komme ich auch mal wieder irgendwann zum Sport. Das tatsächlich, was mir im Moment am meisten fehlt, ist Zeit, morgens mit den Hunden zu verbringen und einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde durch die Stadt zu laufen, durch die Neustadt zu laufen, auch das zu erleben, die Menschen zu sehen. Das finde ich immer ganz wunderbar. Dann Brötchen zu holen, Kaffee zu kochen, gemeinsam zu frühstücken. Und dann am 11. März mittags auf Sky zu sehen, wie wir den 5. Sieg in Folge einfahren gegen die Hertha. Und dann abends auch mal wieder mit Freunden gemütlich essen zu gehen. Das wäre wunderbar. Dann könnten wir den Samstag ja fast zusammen verbringen. Ich wollte gerade sagen, es unterscheidet sich ja nicht so sehr.